Am 22. Juni 1922 wird von Dr. Karl Renner, Staatskanzler der Ersten und Bundespräsident der Zweiten Republik, die Arbeiterbank gegründet. Sie wird 1963 von Generaldirektor Fritz Klenner in BAWAG, Bank für Arbeit und Wirtschaft, umbenannt. Die späten 70er und frühen 80er Jahre bringen der BAWAG eine dynamische Wachstumsphase. Und auch heute zählt die BAWAG mehr denn je zu den erfolgreichsten österreichischen Geldinstituten. Die BAWAG steht heute mit 2500 Mitarbeitern und 154 Filialen im Inland, Vertretungen im wesentlichen umliegenden Ausland, mit an der Spitze der heimischen Geldinstitute. Die BAWAG hat in den 70er und 80er Jahren ihr Filialnetz stark ausgebaut, im Inland stark ausgebaut. Heute geht es nicht mehr darum, Filialen zu eröffnen, sondern Produkte zu entwickeln, die immer nah am Kunden sind und die also es ermöglichen, unsere Geschäftsfelder laufend zu verbreitern. Den meisten Menschen ist diese Situation wohl bekannt. Ein Kassensaal in einem Geldinstitut. Nur wenige allerdings dürfen einen Blick hinter die Kulissen einer Bank werfen. Das Risiko wäre wohl zu groß. Verständlich, wenn man die internen Abläufe kennt. Geld spielt hier im wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle. Wobei viele Geldgeschäfte immer mehr bargeldlos verlaufen. Was geschieht beispielsweise bankintern mit den verschiedenen Erlagscheinen? Jede Bank hat dafür einen sogenannten Belegleser. Dieser ordnet vollautomatisch die Zahlscheine nach Bankinstituten. Weiters werden diverse Fehler, die der Kunde beim Ausfüllen macht, hier korrigiert. Erst dann kann die Überweisung der Geldbeträge ordnungsgemäß durchgeführt werden. Mit sehr großen Geldbeträgen beschäftigt man sich im Devisenhändlerraum. Hier wird mit Devisen, also mit Fremdwährungen, gehandelt. Rupees 34 for 5. 4 big 5, 5, 7. Geld macht nicht unbedingt glücklich, aber es beruhigt ungemein. Dieses Sprichwort gewinnt augenblicklich an Bedeutung, wenn man im Tresorraum einer Bank steht. Hier relativiert sich allerdings auch die Annahme, dass ein Lottogewinn über 15 Millionen Schilling mindestens 10 Geldkoffer benötigt. 15 Millionen Schilling wiegen nämlich nur knapp 2 Kilogramm und wirken ziemlich unspektakulär. Sehr spektakulär ist dagegen das Betriebsergebnis der BAWAG. 1997, im 75. Jubiläumsjahr der Bank, konnte ein Rekordergebnis verbucht werden. Die BAWAG erzielt hat im Jahr 97 ein Betriebsergebnis von über 2 Milliarden Schilling erzielt. Ein schöneres Geburtstagsgeschenk gibt es für eine Bank wohl kaum. Die BAWAG befindet sich heute im Eigentum des Österreichischen Gewerkschaftsbundes und der Bayerischen Landesbank. Sie führt derzeit österreichweit bereits über 2 Millionen Konten. Die Bank legt größten Wert auf die Zufriedenheit und Sicherheit ihrer Kunden.
Dazu gehören natürlich auch die Zukunftsperspektiven der Österreicher. Wenn Sie das Wort Zukunft erwähnen, dann ist sicherlich festzustellen, dass die Altersvorsorge, die Pensionsvorsorge vielen Menschen am Herzen liegt. Wobei ich gleich festhalte, dass selbstverständlich die staatliche Pensionsvorsorge die Säule Nummer 1 auch in Zukunft bleiben wird. Es liegt aber in der Natur der Sache, dass Menschen, die in Pension gehen, mit ihrem Pensionsbezug weniger verdienen, als sie zuletzt mit ihrem letzten Aktivgehalt bekommen haben. Weshalb wir uns entschlossen haben, auch als zweite Säule innovative Produkte anzubieten, die dieser Pensionsvorsorge dienen. Die BAWAG investiert grundsätzlich zukunftsorientiert und hat 1997 die erste Direktbank Österreichs ins Leben gerufen, die EasyBank. Eine Direktbank ist eine Bank ohne Geschäftsstellen, das heißt, der Kunde wickelt all seine Bankgeschäfte per Telefon, Fax, PC oder Internet ab. Die EasyBank ist die erste Direktbank Österreichs, die dem Kunden den Leistungsumfang einer Großbank bietet. Das reicht vom Girokonto über Wertpapiergeschäfte bis hin zum Kredit. Ein nahezu geniales Konzept, das sich bei der Bevölkerung immer größerer Beliebtheit erfreut. EasyBank, Elisabeth Hiff, guten Tag. Guten Tag. Ja, bitte gerne, wenn Sie mir die Kontonummer sagen. Ja, der beträgt 45.798 und 23 Groschen. Darf ich sonst noch was für Sie tun? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das Motto der EasyBank lautet, mehr ist weniger. Die Kostenvorteile aufgrund unserer modernsten Technik und den schlanken Strukturen geben wir in Form von besten Konditionen unsere Kunden weiter. Der Kunde der EasyBank hat die Bankfiliale zu Hause. Völlig losgelöst von Öffnungszeiten greift er zum Telefon, ruft die Bank an und platziert seine Geschäfte. Die Zukunftsfelder im Bankgeschäft liegen also eindeutig im sogenannten Electronic Banking. Dazu zählt beispielsweise auch die jüngste Innovation Direct Pay. Es ermöglicht, über Internet Produkte zu bestellen und auch zu bezahlen. Vorausgesetzt, Käufer und Verkäufer haben ihr Konto bei der BAWAG oder bei der EasyBank. Internetbanking ist die einfachste und schnellste Art, Bankgeschäfte abzuwickeln. Das Internet lebt von den angebotenen Produkten. Wir haben zusammen mit Microsoft und Unisys das Telebanking entwickelt, haben hier hochwertige Sicherheitsstandards entwickelt, die auch die Sicherheit für unseren Kunden bieten. Aber das Interesse ist natürlich nicht nur das Medium, sondern auch das Produkt, das über dieses Medium vertrieben wird. Aber auch mit einem entsprechend ausgerüsteten Handy lässt sich vieles rasch und unbürokratisch erledigen. Abseits herkömmlicher Bankgeschäfte hat die BAWAG ebenfalls einiges zu bieten. Sie engagiert sich sehr stark in den Bereichen Kunst und Kultur. Überzeugen kann man sich davon in der BAWAG Foundation, in der seit dem Gründungsjahr 1974 mittlerweile über 200 internationale Ausstellungen stattgefunden haben. Darüber hinaus fördert die Bank traditionell auch Musik, Theater und Literatur. Für die Gesamtheit ihrer Sponsoraktivitäten, besonders für die Edition Literatur, eine seltene Form aktiven Sponsorings, erhielt die BAWAG den Mäzenas 97 für das beste Kunstsponsoring-Konzept. Aber auch in den Bereichen Telekommunikation und neue Medien ist die BAWAG stark vertreten. Das zeigen die Beteiligungen am ersten privaten GSM-Netzbetreiber Maxmobil und am ersten Wiener Privatfernsehen Wien 1. Was plant die BAWAG für die Zukunft?
Wir sind dabei, den Selbstbedienungsbereich für unsere Kunden auszubauen und errichten aus diesem, zu diesem Zweck hochmoderne Automatenfoyers, wie üblich bei der BAWAG mit höchstmöglichen Sicherheitsstandards ausgestattet. Wir werden die Selbstbedienungszonen für unsere Kunden ausbauen und verfolgen alle diese Neuerungen mit dem Zweck, nah an unserem Kunden zu sein, diesem aber unabhängig von Banköffnungszeiten größtmögliche Flexibilität zu garantieren. Und das alles entspricht unserem Motto, den Kunden in den Mittelpunkt all unserer Bemühungen zu stellen. Ziel all dieser Innovationen ist es, den Menschen eine neue Welt zu erschließen und damit ihre Lebensqualität stetig zu verbessern. Yeah.